Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben hier den alten Mann dabei, der seine Augen verloren hat durch ein Manticore, wie er sagt. Und wir müssen jetzt erstmal zu Cleaning bringen. Damit geht es jetzt hier sofort weiter in Assassin's Creed Origins. Yeah, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge heute gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Projekt hier. Wir sind hier schon bei über Folge 90. 91 ist jetzt. Folge 91! Wahnsinn. So. Okay. Ach, hier in das Gebiet mit dem großen Tempel bin ich jetzt. Ist hier auch die Klinik? Ich will die nette Dame nochmal wieder treffen, die Römerin. Die war Römerin, ne? Oder war sie Griechin? Egal. Ah, davon ist sie doch. Davon rennt sie doch rum. So. Erstmal hier hinlegen, den Guten. Hier wird dir geholfen. Sprich mit Praxilla in der Klinik. Das war also nur die Quest, die mich hier wieder zur Klinik führt. Jetzt kann ich nämlich mit ihr hier sprechen. Da ist sie. Wie ist es dir ergangen? Gut, wie du siehst. Kleine Siege und Freuden wie diese. Wir nehmen, was wir kriegen. Vajek, Flavius war hier. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Mütter und Ehefrauen der Kranken im Tempel klagen in den Straßen. Alle Bitten, ihre Liebsten zu sehen, bleiben unbeantwortet. Seit Flavius hier ist, das kann kein Zufall sein. Nein. Kannst du mit meinem Freund Krios sprechen? Er ist Wasserträger am Tempel. Meine Aufgabe ist die Priesterin Melitta. Sie ist übereifrig, aber ich kann nicht glauben, dass sie Kranke und Sterbende ausnehmen würde. Sei wachsam. Ich komme nach dem Gespräch mit Krios wieder. Flavius war schon wieder hier? Ja, irgendwie verpasse ich den immer. Okay. Krios arbeitet im Asklepios-Heiligtum. Nee, das ist doch griechisch. Hast du den Prokonsul gesehen? Der schönste Mann in Kyrene. Ach was, auf der Welt! Flavius! Flavius! Singen wir alle seinen Namen! Diese arme Frau. Flavius hat sie ihrem Mann entrissen. Und ihrem Kind. Ich würde sofort sterben, wenn ich dafür Flavius noch einmal in die... Bleibt stehen und hört mich an! Ohne die Liebe des großen Flavius... Asklepion haben wir hier. Oh, hier sind Gegner. Nee, ich wollte dich noch hier reinziehen in den Haufen, Mensch. Dann musst du eben brennen. Oh, noch mehr. Hätte jemand was gegen Feuer mitgebracht, ne? So. Sonst gibt es in solchen Tempeln immer noch Papyrus, wollte ich gerade sagen, zu finden. Ja, da ist eine. Ich dachte halt, weil das ist ja hier so ein feindseliger Tempel. Ob es da dann auch eine Papyrus gab. Alles klar. Okay. Wow. Ganz schön pompös. Was haben sie denn da in der... Wieso sind denn da... Sind das Gipsabbilder, die sie hier gemacht haben? Die ganze Tempel ist davon voll. So, die Papyrusrolle sehe ich da vorne schon. Ich habe nur noch so viele, die ich irgendwann auch mal abarbeiten muss, die ganzen Dinger. An der unteren Grenze von Paraitonion liegt ein Geisterdorf. Ich bin im Haus des Frevels. Des Frevlers, der sein Haus dort gebaut hat, wo es von der aufgehenden Gnade Res, des Sonnengottes, am weitesten entfernt ist. Mhm. Schön die Statuen hier noch. Netter Raum. Okay, ich muss da oben hin. Ist der hier auf dem Dach? Ne, hier ist auch so ein Zwischending, ne? Ja. Krios, was hat Flavius dir angetan?
Wach auf! Wo ist Flavius? Wo ist er? Flieg wieder heim, Krähe! Alle noch komplett dicht hier vom Verstand her. Ein weiteres Leben zerstört von dem römischen Scheißefresser. Römischer Scheißefresser. Flüstern! Wie bitte? Meleta, die Viper des Stabs! Die Priesterin? Nein! Nein! Mein Herr Flavius! Bitte! Meleta? Ist nicht die so jetzt mittlerweile Kaffeefilter herstellt? C'est quelqu'un, Capitiste! Ai, ai, ai! So, komm her, mein Guter. Wenig kann man noch springen und klettern mit dem auf den Schultern, Mensch. Ziemlich cool. Ja, da gibt's da einen Römer mal so ein altes Artefakt und der baut damit nur Mist. Praxilla! Praxilla! Hör auf zu schreien! Die Kranken brauchen ihre Ruhe. Oh ja, sorry. Praxilla! Wo ist denn Praxilla? Schon gut. Sei einfach leise. Sie ging, um die Priesterin zu sprechen. Nein, die Priesterin! Eine Schlange im Apfel! Sie hat sie! Sie hält sie versteckt! Beim Flüstern! Lügt beim Flüstern! Geheimnis! Umwoben! Ihr Flüsterschrein! Ist dieses arme, einfältige Ding dein Werk? Hat Praxilla gesagt, wo sie hin wollte? In die Berge, aber... Kümmer dich um ihn. Er braucht Hilfe. Ich werde diesen Flüsterschrein finden. Okay. Die Priesterin Meleta hat also auch Dreck am Stecken. In die Berge. Oh ja, wir müssen noch wirklich in die Berge da oben hin. Helmut! Ja, mach erstmal wieder den Zaun kaputt, ey. Mensch, kannst du nicht mal einmal einen Zaun heilen lassen? Ganz schön weit da oben, ey. Oh. Warte mal kurz. Ich habe mir hier in dem Gebiet noch nicht die Schneider angeguckt. Sei gegrüßt. Was haben die denn da so dabei? Nordreichkleidung, die ich trage. Der persische Prinz. No. Ich bin Ägypter, kein Perser. So. Damit dieses rote Ausrufezeichen, was das mit zu tun hat. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel diese Männer wert sind? Die blauen Ausrufezeichen sind immer diese Community-Aufgaben, die täglichen Aufgaben und dann auch diese Sachen, wo andere Assassin's Creed-Spieler hier sterben und man die rächen kann. Aber was hat das jetzt mit dem grünen Zeichen, mit den roten Zeichen da auf sich? Wie komme ich auf grün? Das rote. Es soll ja auch noch eine andere Quest geben, die zum DLC führt, der jetzt auch schon draußen ist. Ich habe den auch schon, weil ich den Season Pass habe für Assassin's Creed. Allerdings spielt der erst nach der Hauptstory vom Hauptspiel. Whoa. Und den habe ich halt noch nicht fertig. Ha! Da in der Höhle verstecken sich welche. Da ist der Flüsterschrein, oder wie? Hier unten laufen Löwen rum. Muss ein bisschen aufpassen. Wow. Okay, im Schutze der Nacht können wir uns hier noch gut anschleichen. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ist doch immer so. Ich schieße jetzt auch zuerst und dann frage ich danach. Oh, noch zwei? Et dabo vos in consumationem! Das war ein kurzer Prozess, sag ich mal. Ein Geheimnis in den Bergen. Ich hoffe, Praxilla und die anderen sind wohl auf.
Was wird denn hier gemacht mit den Leuten? Boah, ist das dunkel. Und ich habe schon eine Fackel an. Ah, hier ist noch ein bisschen mehr Licht. Dankeschön. Ein alter Tempel im Berg drin? Wow. Geh doch mal die Optik rein. Du solltest dankbar sein. Aua. Dass du jetzt Rom liest. Und die Arbeit wird bald vor. Wir müssen seine Geheimnisse kennen. Verstehst du nicht, Praxella? Es ist einfach Fortschritt. Die Verbindung von Wissenschaft und Magie. Du bist nichts weiter als Flavius Marionette. Und die Arbeit. Pfeif deinen tollwütigen Hund zurück, Praxella! Und die Arbeit wird bald vorüber sein. Aua! Warum ist eigentlich mein Dings nicht aufgeladen, ey? Mein Tod ändert nichts. Und warum habe ich eine Fackel in der Hand und nicht mein Schwert? Semper Flavio. Ja! Semper Fidelis! Wie fantasielos du bist. Praxilla ist ja angekettet. Eliminiere die Priesterin Melitta. Komm mal her, Melitta! Man ist so werbeverstrahlt, dass ich bei dir immer an Kaffee denken muss. Das bleibt doch mal stehen. Oh, noch mehr Soldaten. Ich schieße dir gleich echt einen Pfeil in die Füße, wenn du nicht mal stehen bleibst. Ich hab dich gewarnt. Du bist aber eine bessere Heilerin als sie. Die Priesterin, sie hat diese Menschen gefoltert. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Was ist denn das für ein Tempel eigentlich? Die Statue hier sagt mir gerade nichts. Ja, da kann man das lesen. Was steht denn da dran? Hekate, die Verborgene. Du, die Macht über Himmel, Erde und Meer hat, Tochter des Titanen Perses, Beschützerin der wilden Orte, Göttin der Wegkreuzungen, Torwächterin zwischen den Welten, der Sohn des Kronos ehrt dich besonders und teilte seine göttlichen Gaben mit dir. Gewähre uns Schutz und Weisheit. Na dann. Okay. Die Gefangenen befreien. Ich werde da jetzt mal nicht mit meinem Schwert draufhauen, sonst brennen die nachher noch ab hier. Dann nochmal da oben. So. Und der letzte. Mehr sind leider nicht übrig. Ich würde diesen Ort zu Asche verbrennen, wenn ich könnte. Eskortiere Praxilla aus dem Schrein. Unheil hier, Bajek. Ja. Mir graut es vor dem Schicksal meiner Kyrenaika. Melitta war irre. Das Relikt, das Flavius auf dem Bauernhof benutzt hat, hat er auch hier verwendet. Als ich Krios fand, wusste ich es. Ich fühlte, wie es kratzte, sich in meinen Kopf grub. Das macht es. Heimtückisch wie ein Parasit. Kontrolliert die Köpfe der Menschen und macht uns zu Sklaven. Richtig. Unser Schicksal gehört uns, Praxilla. Dafür werden wir immer kämpfen. Ich konnte Melitta nicht retten. Nach dem, was sie getan hat? Ich hätte ihr selbst die Kehle aufgeschlitzt. Ich danke dir im Namen Balagraes. Das hätte ich nie von dir verlangt. Und deshalb helfe ich gern, solange Freiheit noch etwas bedeutet. Hast du es nicht langsam satt, so oft Leb wohl zu sagen? Ein Teil von mir schon. Aber es ist Teil der Reise. Und auf dem Weg finde ich immer Hoffnung. Dein Land wird nicht sterben, Praxilla. Du bist seine Heilerin. Seine Beschützerin. Eine Magi. Jetzt kommt unsere Zeit, um aus dem Wahnsinn herauszutreten, Bajek von Siva. Jawohl, wieder eine weitere Verbündete gefunden hier für den Ort. Nice. Oh, Speer des Kyrene. Ein Speer in Gelb. Jawoll! Das Spiel hat meine Wünsche erhört.
Ein Speer in Gelb. Und dann auch noch so ein tolles Ding von Kyrene. Jawohl. Da unten haben wir den. Stufe 35. Naja, ich hatte den schon auf 40, den ich hier benutzt hatte. Naja. So, kritische Trefferwirkung hat das Ding. Adrenalin beim Töten und Gesundheit für kritische Treffer. Und hat, glaube ich, eine ganz nette Klinge obendrauf. Also die Speerspitze. Oh ja. Ist ein bisschen dunkel. Ich mach mal Licht. Das schauen wir uns mal bei Licht an, das Ding. Wenn das jetzt aber schon hier so eine Belohnung gab, die Quest, dann war es, glaube ich, die letzte Quest der Reihe. Wow, der sieht schön aus. Der Griff ist, der Stab, Speerstab, ein bisschen heller. Kommt mir lang vor, länger als die anderen. Bleib doch mal stehen so, will das Ding angucken. Nettes Geräusch beim Springen. Ja. Das ist doch mal wieder lohnenswert gewesen, das Ganze. So, das war die nächste Quest, die wir hier abgeschlossen haben. Dann habe ich jetzt als 35er hier halt noch das Ding. Ne, 36 ist das jetzt. 36. Und das hier ist aber 38. 36 und 38, da ist nur noch die Hauptquest sogar niedriger. Da muss man wieder so hin und her reisen. Erblindete Augen. Auf dem Weg nach Belagre findet Bayek einen Blinden, dessen Augen nicht von einer mystischen Kreatur genommen wurde. Er fleht Bayek an, ihm zu helfen. Den habe ich ja schon abgeliefert. Hier sind doch noch mehrere 35er, die ich hier im Inventar habe. 1, 2, 3, 4 Stück. 444 Meter ist auch das dichteste, was dran ist. Geht's jetzt doch nochmal auf die Jagd nach den Löwen? Er hatte ja gesagt, das wäre ein Manticore, aber nee, glaube ich nicht. Helme kommt auch. So, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, dann werde ich mal ein paar Items verkaufen. Und dann die Sachen updaten, die ich neu habe. Zum Beispiel das Schild und auch den Speer. Wenn es vom Geld her reicht. Okay, ich muss wieder... Was? Verdammt, wir müssen aufholen! Wer seid ihr denn jetzt? Toll, da habe ich den Zivilisten erwischt. Aha, einmal wegklatschen mit dem Speer. Ach nee, das ist die Dame. Wo warst du denn noch auf dem Weg nach Hause? Guck mal, das ist Praxilla. Ist ja interessant. Sorry, hätte dich fast weggeklatscht. Die war noch auf dem Weg nach Hause. Die ist wahrscheinlich auch wieder zurück, also will zurück zur Klinik, wo ich jetzt gerade hin möchte, um nochmal mit dem Blinden zu sprechen. Okay, wo haben wir denn hier einen Schmied? Da vorne haben wir auch einen Schmied. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ja, ich Amun auch. War uns gnädig, mein Sohn. Er hat uns den Matcher geschickt, damit er dich mir zurückbringt. Da reden die schon, die dich gleich anquatschen will für die Quest. So, erstmal zum Schmied. Sei gegrüßt, Freund. Und dann verkaufen wir mal die ganzen Items, die ich hier noch habe. So wie der hier. Die ganzen Waffen, die ich da habe. Gibt immer ganz gut Geld. Die können auch weg, ja. Verkauft. Die nicht. Habe ich die eigentlich auch schon auf Stufe 40 abgedatet? Ne, die sind noch 30, meine beiden zwei Messer. Zepter des Amun. Keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Mein alter Speer kann weg, die Nadel. Speer des Kyrene haben wir da jetzt. Die Bögen können auch weg. Verkauft. Todessturm 35. Das ist mein alter Jagdbogen. Behalte ich noch. Ist gut. Die ganzen Schilder, meine Güte. Ist gut. Ja, einiges gefunden hier. So, das war's erstmal. Jetzt habe ich ja 11.000.
Und dann rüsten wir das Ding mal aus, ja. Aufrüsten, meine ich. Da, das Feuerschwert habe ich ja auf 40. Hallo. Wo sind denn die jetzt? Da, Speer des Kyrene. 6.000 kostet das, ey. Okay. So, damit ist er auf 40. Ich glaube, für das Schild reicht es jetzt gar nicht, oder? Ne, reicht nicht. 6.240 muss ich da. Na gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ultimum Cord, Tentacet! Bist du der Heiler Theramenes? Ja, ja. Ist das Galenos? Bei den Göttern, was ist mit ihm geschehen? Ich fand ihn an der Straße. Der Manticore hat seine Augen genommen. Zusammen mit seinem Verstand. Ich habe Honig und Euphrasia, aber der Tempel hat meine exotischeren Vorräte entwendet. Da ich ja eh schon hier bin, was brauchst du? Du hilfst? Wunder über Wunder. Ich gebe dir eine Liste. Ah, okay. Mal sehen, was Theramenes damit anstellt. Ah, ich habe die Zutaten schon alle fertig. Gott sei Dank, dass ich immer so viele sammle. Okay. Hier, ich habe die Zutaten da. Ich habe die Zutaten da. Bring die Zutaten zum Theramenes in den Tempel, in die Klinik. Hab ich doch. Ich kann die gerade nicht anquatschen. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Wie geht es ihm? Der Plappernde nach. Wir werden nichts Sinnvolles von ihm hören, bis ich seine Schmerzen lindern kann. Ein Silphium-Extrakt wird helfen. Das römische Kraut? Silphium ist unser Kraut. Und wegen der Römer ist es fast ausgestorben. Sie verarbeiten es in dem Lager nördlich von hier. Das vermutlich schwer bewacht wird. Sollte kein Problem sein für jemanden, der so erfinderisch ist wie du. Okay. Das Silipium-Depot befindet sich in der Nähe der römischen Garnison. Okay. Habe ich die Garnison dann nicht schon fertig? Da bin ich mir gerade nicht. Oh, die labert hier immer noch rum. Kann ich mal jemanden Stein nehmen, bitte, für die Dame? Danke. Ich stehe die ganze Zeit vor dem Tempel rum und grüllt. Oh nö, die Garnison habe ich noch nicht. Die Garnison habe ich nun wirklich nicht. Ja, komm, ich hab das doch hier. Da haben wir auch noch eine weitere Quest in der Garnison. Ist das nicht dieses 38er Gebiet da hinten? Das sind auf jeden Fall 37er Gegner. Okay, da ist doch noch ein bisschen mehr Sachen kommen. Auch mit der Garten hier sieht voll schön aus. Da ist ja doch noch ein paar mehr Sachen auf einmal kommen. Würde ich sagen, mache ich das lieber mal in der nächsten Folge fertig. Und bedanke mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Und in der nächsten Folge machen wir die Garnison fertig und dann... Ach du Scheiße, hier sind Nackte. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Da kletterst du einmal irgendwo über den Zaun und findest hier schon wieder Nackte. Ist das hier der Nacktgarten? Aber guck mal, die haben ja auch... Das ist ja voll cool hier mit heißen Quellen und so. Und da oben, ja, wie cool, dass der Wasserfall da aussieht. Hier ist der Spa-Bereich, oder? Mit Sauna und so. Freiluftsauna. Okay, es geht auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage immer ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.